Wie weit siehst du im Glauben voraus? Damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Wir starten in die neue Woche heute am Montag, dem 28. Mai 2018, mit Hebräer 11, 8 bis 22. Das ist der Text, der heute vorgeschlagen ist vom ökumenischen Bibelleseplan für den heutigen Tag. Und ich habe das Thema genannt, weit über den Tag hinaus Vertrauen. Lesen wir einmal rein und lasst uns versuchen wahrzunehmen, wie die Glaubensperspektiven der Glaubenshelden aus Hebräer 11 waren und wie unsere eigenen Glaubensperspektiven sind. Vielleicht entdecken wir, dass wir viel zu kurz denken. Hebräer 11, Vers 8. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesandten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kann es sein, dass Abraham trotzdem bereit war? Entschuldigung. Wie kann es dann sein, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott
sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken, und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete, und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wanderstabs gebeugt anbetete. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Eine ganze Kette, eine ganze Reihe von Beispielen. Von Beispielen im Alten Testament, wie Menschen Gott vertraut haben. Wie sie Gottes Anrede, Gottes Zusage ernst genommen haben. Wie sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und dann manches haben in Erfüllung gehen sehen und manches nicht. Vieles von dem, was Gott zugesagt hatte, war vertrauenswürdig und zuverlässig, aber die Erfüllung dieser Zusagen, dieser Verheißungen lag weit hinter dem Lebensende des Betreffenden. So lesen wir in Vers 13: Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn man diese biblischen Wahrheiten auf sich wirken lässt und dann vergleicht mit der Instant-Mentalität, die wir im Westen so haben, in der westlichen Welt, dann tun sich hier Abgründe auf. Wir erwarten die Ergebnisse, die Resultate, die Erfolge, die Wirkungen möglichst sofort, aber mindestens heute und also allerspätestens morgen oder in einer Woche. Alles andere dauert ja viel zu lange. Alles andere ist ja völlig unmöglich. Wir tun die Kaffeekapsel in die Maschine und eine Minute später ist der frisch gebrühte Filterkaffee fertig. So leben wir. Wir bestellen etwas im Onlinehandel und wir erwarten, dass morgen die Lieferfirma das Ergebnis an unsere Tür bringt. Wenn wir hier die Glaubensvorbilder des Alten Testaments ansehen, dann merken wir, dass sie offensichtlich eine völlig andere Sicht hatten. Sie haben Gottes Zusage vertraut, zum Beispiel Abraham, dass er noch einen Sohn bekommen würde, obwohl er selber eigentlich keine Kinder mehr zeugen konnte und seine Frau unfruchtbar war und beide hoch betagt waren. Als Gott ihm sagte, du wirst Nachkommen haben und das wird beginnen mit einem Sohn, da hat Abraham ihm vertraut. Und die Verheißung, dass daraus ein Volk wird, ein Volk,
mit unzähligen Nachkommen, wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel. Das hat er auch geglaubt. Obwohl er das alles gar nicht mehr miterlebt hat. Da ist ein ganzes, langes Leben des Abraham zu Ende gegangen. Über Jahrzehnte. Und er hat trotzdem Gott vertraut. Er hat Gott vertraut, dass er seine Zusagen wahr macht. Und er ist nicht kurzatmig geworden, er hat nicht die Geduld verloren. Er hat vertraut. Wenn wir unsere westliche Instant-Mentalität, Nescafé rein, Wasser drauf, fertig, wenn wir diese Instant-Mentalität auf unser Glaubensleben anwenden, auf das, was Gott uns zusagt, dann könnte es sein, dass wir in größte Nöte geraten, weil vieles im Glauben braucht Zeit. Vieles wächst. Vieles geschieht nicht von heute auf morgen, sondern vielleicht von Jahr zu Jahr oder auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Dass man zum Beispiel in seinem Charakter sich tatsächlich verändert und dass man erlebt, wie man Christus ähnlicher wird, das geschieht in aller Regel nicht über Nacht, sondern über Jahre und über Jahrzehnte. Und das ist Gottes Zusage und Gottes Verheißung. Wir werden Christus ähnlicher, wenn wir Jesus Christus folgen. Aber das dauert. Genauso ist es, wenn wir zum Beispiel Menschen sind, die um geistliche Erweckung beten, geistliche Erweckung unserer Stadt oder unseres Landes, dann müssen wir bedenken, dass solche Prozesse möglicherweise eine ganze Generation dauern. Und das heißt nicht, dass wir aufhören sollen, um für Erweckung zu beten. Nein, nein. Das heißt auch nicht, dass wir nicht erwarten dürfen, dass Gott viel schneller hilft und eingreift. Auch das ist korrekt. Aber wir dürfen uns nicht darauf festlegen. Und so leben wir im Vertrauen darauf, dass das, was Gott zugesagt hat, erfüllt. Mancher wird vielleicht einer Kirche, einer Gemeinde sein Erbe vermachen. Und mit dem Geld und Besitz wird vielleicht eines Tages ein Dienst entstehen, der tatsächlich zum Segen wird für viele, viele, viele. Aber der, der es vererbt hat, der kriegt das nicht mehr in seinem irdischen Leben mit, sondern in seinem himmlischen Leben. Manche beten so lange für ihre Kinder, für ihre Verwandten, dass sie doch auch zum Glauben finden mögen. Und es dauert Jahre und Jahrzehnte und es geschieht scheinbar nichts. Wie viele Geschichten gibt es, dass erst nach der Beerdigung der eigenen Eltern die erwachsenen Kinder zur Besinnung gekommen sind, weil sie gemerkt haben, oh, jetzt sind wir in der Verantwortung und jetzt brauchen wir den Halt des Glaubens, jetzt brauchen wir eine ganz neue Ausrichtung unseres Lebens und wollen dem Vorbild unserer Mutter, unseres Vaters folgen und sind dann Christen geworden. Wie viele Geschichten gibt es davon, dass Leute ihr ganzes Leben lang gebetet haben und haben zu ihren Lebzeiten es nicht mehr erlebt, aber Gott ist dennoch treu gewesen. So möchte uns die Atempause von heute und diese Beispiele aus dem Hebräerbrief in Kapitel 11 darin Mut machen, dass wir das, was Gott uns zugesagt hat, wirklich glauben und darauf vertrauen. Und dass wir einen langen Atem haben, für das, was Gott umsetzen will, was er mit uns gestalten will. Und dass wir vertrauen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und dass wir sowieso zum Ziel kommen, wenn wir uns Jesus Christus anvertraut haben, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und wir werden dankbar sein, dass wir
vertraut haben und dass wir nicht aufgesteckt haben, dass wir unser Vertrauen nicht weggeworfen haben, welches eine große Belohnung hat, wie wir in den nächsten Tagen auch im Hebräerbrief lesen werden. So wollen wir heute uns ermutigen lassen. Nicht aufgeben, dranbleiben, weiter vertrauen. Was Gott zugesagt hat, das hält er gewiss. Und wenn es Jahre und Jahrzehnte dauert und wenn die Erfüllung vielleicht sogar nach unserem Ableben auf der Erde geschieht, wir dürfen getrost und zuversichtlich vertrauen. Und dazu sind wir heute eingeladen. Herr Jesus Christus, danke für die fantastischen Vorbilder des Glaubens, die wir im Hebräerbrief kennenlernen. Danke für so viel Glaubensmut, so viel Treue, so viel Durchhalten, so viel vorbildliches Dranbleiben. Hilf uns, sie zum Vorbild zu nehmen und es genauso zu machen. Unser Vertrauen immer wieder neu auf dich zu setzen und nicht aufzugeben, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, nicht unser Vertrauen wegzuwerfen und meinen, wir müssten vielleicht die Dinge selber in die Hand nehmen. Hilf uns, Herr, dass wir von den Glaubensvorbildern aus Hebräer 11 lernen, auf deine Zeit zu warten, erwartungsvoll, im Gebet, aktiv und dennoch nicht die Dinge erzwingend und fordernd und in dem Sinne in einer Art und Weise Druck ausüben, die gar nicht angemessen ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, in dieser heilsamen Spannung zu leben zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen Zusage und dem Erlebensfall. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dir treu sind, solange wir leben, jeden Tag neu. Und dass wir uns als solche erweisen, die Vertrauen gehalten haben. Dazu hilf uns, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Auch heute. Amen. Ja, das war der Wochenstart mit der Atempause am 28. Mai 2018. Weit über den Tag hinaus Vertrauen nach Hebräer 11, 8 bis 22. Also, darin wollen wir uns gemeinsam üben, nach vorne zu schauen, in die Zukunft zu schauen, nicht zu verzagen und zu wissen, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Wenn dir die Atempause etwas gebracht hat, dann teile sie doch mit anderen, die davon auch vielleicht Gewinn haben können. Ich freue mich über jeden, der mithilft, dass Gottes Wort immer weitere Kreise zieht. Gott segne dich, Gott behüte dich. Und dann sehen wir uns morgen zur Fortsetzung wieder. Bis dahin.